Schlupfkuchen auf der Wiese vor unserem Haus stand ein großer Kirschbohr. Als dreijährig wollte ich meiner Mutter eine Freude machen und pflückte ein paar grüne Kirschen. Die sind doch Hybrid, gar nicht reif, sagte Tete. Mutter, wenn sie rot und weich sind, dann pflückst du noch Mut welche und wir Gurken einen Kirschkuchen. Das hoben wir auch genug Lindbackofen auf 180 Ober-Unterhitze vorreisen. Springform ausbuttern. Butter und Zucker, Salz und Zitronenschale mit den Rührstäben des Handrührgeräts schaumig schlagen. Unterrühren, Eier einzeln dazugeben. Mehl mit Backpulver vermischen, über die Masse sieben und unterheben. Milch dazugeben und weiter rühren, bis der Teig schwer vom Löffel fällt. Ist er zu fest, etwas mehr Milch zugeben. Zwei Drittel der Kirschen vorsichtig unterheben. Teig in die Springform geben und glatt streichen. Restliche Kirschen auf dem Teig verteilen, etwas andrücken. Auf der mittleren Schiene in 45 bis 55 Minuten backen.